Willkommen zurück zu einer neuen herbstlichen Folge Plants vs. Zombies 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr mehr sehen wollt und mich ein wenig unterstützen wollt, lasst einfach eine Bewertung da, dauert nur eine Sekunde. Oder schreibt gerne einen Kommentar. Wir machen jetzt erstmal ganz schnell hier drüben natürlich das Herbst-Event. Ganz neu habe ich selbst noch gar nicht gespielt. Bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh nein, was war denn das für ein Ding? Vogelzombie. Okay. Keine gute Mischung. Gott sei Dank haben wir den schon Level 3. Könnte vielleicht am Ende ziemlich knackig schwierig für uns werden. Wir werden es rausfinden. So, dich mache ich erstmal ganz langsam. Essensschlacht. Ja, ich spiele zurzeit auch gar kein Battle for Neighborville. Würde ich auch voll gerne spielen. Ich kann mich nicht zerreißen. So viele Spiele, ihr kennt das ja. Vor Weihnachtsgeschäft, links und rechts kommen Leute und sagen, Spiel, 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 Spiel. So, wir warten mal noch ein bisschen. Ach, ich kann auch eigentlich hier eine Mine hinsetzen. Die müsste eigentlich schnell genug sein. Tja, der gute Zwicky. Wo machen wir den hin? Hier. Du bist geslowt. Machen wir hier mal eine Nuss hin. Voll süß, wie die hier mit Messer und Gabel kommen. Schon. Mach ihn fertig. Guter Mann. Wir haben ganz schön gut Reichweite, ne? Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. So, bitteschön. Bitteschön. Machen wir hier mal ganz schnell sowas hin. Mit dem einen werden wir easy fertig. Danke. Der gute alte Zwicky. Bei dem Namen muss ich immer an Homer Simpson denken. So, pass mal auf. Badabam, 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 badabam. Und wir haben ihn weggeholt. Ja, seine Ulti ist schon ziemlich stark. So, Zwicky. Mach ruhig. Wir brauchen mehr Zwickys. Oh, jetzt zwicken die aber ganz schön los. Hier wird hart reingezwickt. In der Masse. Ah, hier noch. Wahnsinn, dass er so eine Reichweite hat. Das wertet ihn natürlich ein wenig für mich auf. So, ihr seid jetzt alle nochmal hier ganz, ganz langsam. Hier noch einen hin. Da noch einen hin. Aber ein bisschen was kommt hier noch. Okay, was ist das hier für ein Truthahn? Hm? Was ist das hier für ein Truthahn-Zombie? Ich hab Angst. Ich will ihn töten. Oh nein, oh nein, oh nein. Wenn er drauf geht, kommen ganz viele Truthähnchen raus. Wumms. Ich kann euch jetzt schon nicht besonders gut leiden. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, die Nüsse sitzen. Da ist sehr viel Nussermann. Also der starke Angriff von ihm ist Krop. Aber der kann jetzt nicht mehr schnappen, oder? Nee. Nee, leider nein. Und bitteschön. Ey, wie heftig ist bitteschön dieser Angriff? Leider sieht die Nuss da oben nicht mehr so frisch aus. Schnapp, 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 schnapp. Yo, und wahrscheinlich werde ich eh keinen Jackpot bekommen, weil habe ich irgendwie nicht verdient. Aber wenigstens 1500. Und der war hier oben. Warum kriege ich den nie? Warum? Kein Mensch kann so viel Pech haben. Irgendwann muss man den mal kriegen. Nach über 50 Folgen muss man den einfach irgendwann mal kriegen. Geht nicht anders. Wollen wir uns direkt in die Riesenwelle stürzen? Na gut. Wir haben auch eine neue Pflanze. Sojabohne? Heißt sie Sojabohne? Vielleicht dürfen wir sie auswählen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir eine Pflanze geholt. Eine Premium-Deluxe-Pflanze. Okay. Hm.
Wir finden irgendwo ganz unten das Baby. Und zwar das hier. Entriegeln. Megamame. Spricht man das so aus? Upgraden. Aufladen. Ein Zomboid. Die erzeugt also irgendwie kleine, widerliche... Können wir die auswählen? Ja. Ist doch nicht die Sojabohne. Oder ist das eine Sojabohne? Kenne mich damit leider nicht aus. Wir haben die normale Sonnenblume. Wir brauchen noch irgendwas Knackiges. Irgendwas, was Schaden macht. Sollen wir dich mal mitnehmen? Hm. Schon lange nicht mehr gespielt. Gut, versuchen wir es. Also. Du kommst hier hin. Du hier. Du da. Danke. Düdel, 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 düdel. Billige Pflanzen sind ein enormer Vorteil. Oh no. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Komm schon. Oh, der haut den weg. Ah, drauf gepupst. Dann habe ich halt ein kleines bisschen Kohle verloren. Aber wenigstens ist es hier schon mal die Ecke gesichert. Guck mal hier. Nur für dich ein Freund. Oh, jetzt kommen aber viele. Und wir haben keine Knete in der Hose. So, da will ich sowas haben. Sehr gut. Und hier sowas. Ja, ist mies. Ist wirklich mega mies. Komm, gib mir mal noch ein bisschen Geldi. So, jetzt habe ich dieses Ding hier. Och nein! Och nein! Oh no! Ah, da kann ich eigentlich auch wieder eine Fähigkeit einsetzen, weil so kriegen wir das nicht mehr weg. Boah, ist das räudig! Wie dann plötzlich 1 Milliarde Wichtis sich hier hochgekämpft haben. Los. Ey, wie cool ist denn bitte schön dieses Ding? Wieder einfach mal irgendwelche widerlichen Kopien von Zombies rauskommen. Und Bams. So. Hier noch einen hin. Voll ultra gut. Wirklich. Einfach nur Krop. Zombie-Klone. Und es läuft. Ey, wie schnell kommt ihr denn hier rausgeschossen? Geht doch gar nicht mal so einen schlechten Cooldown. Und eine Nuss. Und ich nutze die Macht. Boah, wie geil ist das denn? Alter, die Pflanze ist ja ultra. Die Pflanze ist ja ultra geil. Schaut euch das an. Hier, bitteschön und Whammy. Und stampfen meine Riesen durch die Gegend. So eine geil kranke Pflanze. Hammermäßig. Ich will mehr davon. Ich will einfach mehr davon. Der hat einen Rhabarber in der Hand. Wie cool. Stampft da mit einem Rhabarber durch die Gegend. Die Pflanze ist echt nice. Richtig nice. Wenn du mit der... Ja, hier haben wir das Problem, wir können halt so wenig Pflanzen an Land platzieren. Aber die ist echt so ein richtiger Backup-Move.
Und es regnet mal wieder Belohnung ohne Ende, eine nach der anderen. Ich will mich nicht beschweren, aber ich beschwere mich, weil es so lange dauert. Das Ding in Verbindung mit der Minze. Da hätten wir dann unsere magische Pflanze. Wie funktioniert eigentlich die Hexe hier? Wie häselt man hier rum? Dich brauchen wir auf jeden Fall. Ohne dich geht ja nichts. Dann das hier. Dann natürlich du. Wir brauchen billige Sachen. So. So. Und für den großen Notfall nehme ich... Oh, wir sind schon voll. Na gut. Oh nein, wir haben hier überhaupt gar keinen Platz. Mies. Very mies. Very hard mies. So, wir müssen erstmal gucken, dass wir Kohle kriegen. Come on, wir machen hier Blitzies. Wenn die Flut kommt. Nächster Blitzi. Ich hoffe, die Blitzis kriegen das hin. Komm schon. Ja. Okay, wir können die anscheinend erst treffen, wenn die aus dem Wasser kommen. Auch irgendwie ziemlich mies. Oh nein, der kaut da vorne rum. So ein Fiesling. Nein, 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 nein. Kau mir den bitte nicht weg. Bro. Noch so ein. Und hier mach ich mal irgendwas Frostiges hin. Auch hier was Frostiges. Kriegen das hin? Oh, der kaut auch an dem hier ganz schön böse. Boah, wird knapp. Wahrscheinlich verlieren wir den unten. Kleines Gewitter als Unterstützung. So, hier noch was hin. Babams. Oh nein, der hier oben ist tot. So, Frosty steht. Frosty, der Schneemann. Nimm so ein Bio-Burrito. Und dann hätten wir auch dies. Und ich würde sagen, wir machen nochmal so ein Ding hier. Lass meine Sachen in Ruhe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die hauen uns hier wieder alles entgegen, ne? Aber wir halten Stand. Wir halten sehr gut Stand. Wieder so ein Häubchen Tofu. So, bitteschön. Alter, das ist so cool. Ich finde das so endcool. Beste Pflanze ever. Gefällt mir sowas von. Level 4. Schalte die Bowlingknolle frei. Okay, wir müssen mal ein bisschen leeren. Einmal hier. Babams. Jetzt kriegen wir hier zwei von denen. Müssen wir auch mal alles so ein bisschen leveln. Seerosenblatt als Bonus in Zunderholz. Schon lange, lange keinen Bonus mehr gehabt in so einem ganz regulären Päckchen. Gefühlten Ewigkeit.
Okay, wir haben wieder jede Menge Edelsteine. Könnten uns da auch ein Päckchen gönnen. Aber ich finde jetzt im Moment, Strandpäckchen lohnt sich noch nicht so. Weil die Pflanzen, ja, die sind alle nicht freigespielt. That's the problem, my friends. Meine Nachforschungen zeigen, dass der Kegelsport in dieser Ära wohl in voller Blüte gestanden haben muss. Denkst du, was ich denke, Penny? Ich kann deine Gedankenprozesse nicht entschlüsseln, Benutzer Dave. Ich dachte, Bowlingknollen wären hier äußerst hilfreiche Verbündete. Ich dachte gerade, wie gerne ich Bowlingschuhe trage. So viele Farben an meinen Füßen. Benutzer Dave, du bist schon echt was Besonderes. Okay, die Bowlingpflanze, auf die bin ich gespannt. Wow. Wow, aber das ist ein Special, oder? Normalerweise ist sie doch anders. Wham! Okay, ich dachte, der wäre tot. Oh. Der springt. Moment, springt der dann nochmal auf den da unten? Nee, aber auf den da oben. Bam. Erinnert ein bisschen an Teil 1, oder? Gab's ja auch diese Bowling-Level mit den Nüsschen. Och nein. Und es ist genauso ekelhaft wie in Teil 1, anscheinend. Komm schon, hau diese widerlichen... Die überleben das sogar. Komm schon. Einmal Zombie, nix gut, nix gut. Nix gut, Schmenderle. Sterben will er auch nicht. Aber hier ist wenigstens schon mal eine Menge los. Der war gut. Der war richtig gut. Okay, unnötig. Einen verschenkt. Nun, die Taucher halten nicht sonderlich viel aus. Ah, wieso? Ich hasse die so sehr. Diese Meerjungfrauen. Aus der Hölle. Aus der Hölle. Immun gegen... Das ist doch nicht euer Ernst. Wie viele sind das denn? Das war ein ganzer Stapel. Ich dachte schon, warum stirbt ihr denn nicht? Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Wir gehen auch nicht drauf. Sind auch wieder 4 Zombies auf einmal gefühlt. Gib mir das Ding. Dann kriegen wir endlich die Originalpflanze. Oh, no, 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 no. Hier, auch wieder 2, 3, 4 Milliarden. Was? Was ist das für ein Ding? Nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Also sterben ist so nicht sein Ding, ne? Hat er keinen Bock drauf. Alter, nein. Kriegst nicht hin? Okay. Gott sei Dank haben wir Rasen. Wie hätte ich den wegholen sollen? Komm schon.
Da schwitzt die hier am Strand. Aber richtig. Da schwitzt du aber richtig hier am Strand. Schalte die Bowlingknolle frei. 3 Level übrig. Ah ja. Und hier bekommen wir jetzt ein bisschen Kleingeld, wie immer. Und Bowlingknolle. Schlingtang. Ja, war auf jeden Fall ganz nett. Ich meine, ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Oh nein, das ist doch auch so. Wir dürfen hinten nichts bauen. Ja, cool. Schön. Diddle, 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 doodle, da, du. Diddle, 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 diddle. Komm schon. So. Teil 1 der Defense steht hier schon mal offiziell. Bitteschön. Bisschen Spezialdünger wäre ganz nett. So, die halten jetzt erstmal hier die Stellung. Machen wir mal so einen hier hin. Und gönnen uns sowas hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Abwehr-Zombie. Nicht gut, nicht gut. Ich wollte eigentlich die hier hin machen. Damit wir sie hier ein bisschen ausslowen. Ah, verdammt! Ey, wie die direkt hier aufgeräumt haben, ne? Es kostet alles Geld. So, hier einen hin. Nein, 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 da oben hab ich nichts, da oben hab ich nichts. Ich hab da oben nix. Komm schon. Schlimmste wurde abgewehrt. Oh, nicht gut. Die verdammten Taucher. Verdammten Taucher. Slowt ihn, so gut es geht. Yes, Mama. Und damit wären wir auch wieder mal mit dieser Folge durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.